Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe gerade noch ein bisschen nasse Haare, weil ich gerade meine Haare gewaschen habe. Aber das soll uns heute nicht abhalten, dieses Video hier zu filmen. Denn heute gibt es mal 5 Fehler in deiner Abendroutine. Ich habe ja schon letzte Woche ein Video hochgeladen mit 5 Fehlern in deiner Morgenroutine. Also 5 Fehler, die ich früher morgens gemacht habe oder von denen ich denke, dass sie viele morgens machen. Und wie man diese Fehler vermeiden kann mit Tipps. Und heute gibt es das gleiche nur für die Abendroutine. Also 5 Dinge, die du wahrscheinlich oder eventuell am Abend falsch machst und wie du das besser machen könntest. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem heutigen Video. Let's go! Der erste Fehler ist, dass du abends kein Brainstorming machst. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir abends im Bett liegen und uns irgendwie tausende Gedanken kommen, wir einfach nicht schlafen können, weil uns so viele Gedanken kommen. Gedanken, was wir an dem Tag hätten besser machen können, Gedanken, was wir morgen noch machen müssen, was wir morgen überhaupt nicht vergessen dürfen und so weiter. Einfach so viele Gedanken, die eigentlich jetzt nicht relevant sind, aber vielleicht in Zukunft relevant sein könnten. Und ich hatte das früher wirklich so, ich lag teilweise wirklich 200 Stunden abends wach und konnte nicht schlafen. Und ich habe mir da jetzt so eine Methode angewöhnt, wie ich das vermeiden kann. Und zwar ist hier mein Tipp an der Stelle, einfach abends ein Brainstorming zu machen. Ich habe schon Tipps gehört, dass man immer ein Blatt neben seinem Bett liegen haben soll und dann sozusagen mal abends Gedanken hat, diese aufschreiben soll, damit man diese dann nicht vergisst. Bei mir persönlich hat das eher das Gegenteil bewirkt, denn ich habe irgendwie wegen dieses Blattes noch mehr über Dinge nachgedacht. Ich dachte mir so, okay, was kann ich jetzt aufschreiben? Und irgendwie hat mich das so mehr dazu angeregt, noch mehr nachzudenken. Also das war irgendwie kontraproduktiv. Und deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, abends ein Brainstorming zu machen, eine To-Do-Liste zu schreiben und einfach den Tag ein bisschen zu reflektieren und zu überlegen, was muss ich morgen machen. Eine Liste halt für morgen schreiben, meine To-Do-Liste für morgen schreiben, den Tag für morgen planen und das einfach abends so ein bisschen aufzuschreiben. Ich mache jetzt kein riesiges Brainstorming von irgendwie einer halben Stunde. Es sind wirklich meistens nur 2-3 Minuten, in denen ich einfach den Tag ein bisschen reflektiere, den nächsten Tag plane und das war es eigentlich schon. Wenn ich einfach mal 2, 3, 4, 5 Minuten darüber nachgedacht habe, was jetzt eigentlich die Sache ist, damit ich das nicht in mehreren Stunden am Abend mache und Angst habe, das am nächsten Tag wieder vergessen zu haben. Der zweite Fehler ist, nicht zu überlegen, was an dem Tag gut war. Ich habe in meinem Jahresrückblick 2020 erzählt, dass ich herausgefunden habe für mich, dass ein gutes Leben eigentlich ja nur eine Aneinanderreihung von guten Tagen ist. Also wenn du oft gute Tage hast, resultiert das so ein bisschen in ein gutes Leben. Und deswegen habe ich seitdem versucht, oder versuche ich, jeden Tag zu einem guten Tag zu machen und an jedem Tag etwas Gutes zu finden, weil ich sozusagen ein gutes Leben habe. Das ist alles ein bisschen sehr einfach jetzt ausgedrückt. Ich glaube, ich verstehe, was ich meine. Und zwar hat mir da sehr geholfen, jeden Abend aufzuschreiben, was heute gut war. Und ich hatte auch damals immer in meiner Instagram-Story diesen Fragensticker mit, was heute gut war. Und habe euch dann dazu aufgefordert, eure Meinungen und eure guten Momente an dem Tag aufzuschreiben. Sollte ich vielleicht in Zukunft wieder machen. Es war eigentlich sehr cool, das immer zu lesen und mit euch das so zu besprechen. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich das mache und abends aufschreibe, was an dem Tag gut war, bin ich auch in den nächsten Tagen immer achtsamer und aufmerksamer, was an dem Tag gut sein könnte, weil ich überlege, okay, wie kann ich denn diesen Tag zu einem guten Tag machen, dass ich heute Abend aufschreiben kann, was gut war. Und deswegen bin ich generell ein viel achtsamer und aufmerksamer Mensch geworden, wenn es zu Dingen kommt, die gut sind. Also wenn es zu Glücksmomenten kommt an dem Tag, sage ich mal. Und deswegen kann ich dieses Was heute gut war einfach nur so empfehlen. Und mein Tipp wäre da an euch auf jeden Fall so eine Art Dankbarkeitstagebuch vielleicht zu haben. Also falls ihr das nicht nur am Kopf abends sagen, sondern wirklich aufschreiben wollt und festhalten wollt, könnt ihr so ein Dankbarkeitstagebuch führen. Aber es geht auf dieses Prinzip von einem Happiness-Glas, also von einem Glücklichkeitsglas, wo du einfach glückliche Momente aufschreiben kannst. Immer wenn du etwas Gutes erlebt hast, schreibst du das auf und machst es in dieses Glas rein. Wenn du das natürlich jeden Abend machst, hast du dann einfach am Ende des Jahres über 300 Zettel und das ist, glaube ich, mega cool, wenn du das irgendwann mal durchlesen kannst und dich erinnern kannst, was an den ganzen Tagen, was in dem Jahr, an jedem Tag gut war. Und ich bin mir sicher, dass wir jeden Abend etwas finden, sei es auch nur, ich habe heute Frühstück gegessen und es war mega lecker oder so. Ja, es können auch ganz einfache Dinge sein, natürlich. Das ist übrigens mein Happiness-Glas und ich habe dir das schon mal gesehen in einigen Videos. Ich habe da Momente aufgeschrieben, in denen ich glücklich war und das sind jetzt noch nicht so mega viele, muss ich sagen, aber ich freue mich schon, das am Ende des Jahres aufzumachen und zu gucken, was dieses Jahr gut war und was mich dieses Jahr glücklich gemacht hat. Und falls dir das Video ein bisschen gefallen hat, kannst du sehr gerne einen Daumen nach oben geben und auch meinen Kanal abonnieren. Denn auf meinem Kanal kommt jeden Donnerstag und Sonntag ein neues Video online zu den Themen Routinen, Gewohnheiten, besseres Leben führen, produktiver organisierter sein, besser in der Schule sein und so weiter. Also falls dich diese Themen interessieren, abonniere doch sehr gerne meinen Kanal, um nichts weiteres hier zu verpassen. Der dritte Fehler ist, abends nicht zu lesen. Ja, ich weiß, dass Lesen nicht
nicht allen Spaß macht, aber ich glaube ganz fest daran, dass Lesen allen etwas bringen würde. Denn sei es jetzt, du liest über ein Thema, was du noch nicht kennst und lernst so mehr über dieses Thema, oder du liest auf einer Sprache, die du momentan lernst und kannst so mit neuen Vokabeln und generell die Sprache einfach besser lernen, oder sei es auch, du liest einfach einen Roman und entspannst am Abend und das hilft dir einfach abends runterzukommen. Also ich glaube, Lesen kann für alle Gewinn bringt und effektiv sein, und deswegen würde ich euch so ans Herz legen, wirklich zu lesen. Ich habe als kleines Kind sehr viel gelesen, dann habe ich, als ich so, weiß ich nicht, 9, 10, 11, 12 war, relativ wenig gelesen und habe jetzt immer wieder vorletztes Jahr ungefähr angefangen zu lesen und bin jetzt eine richtige Leseratte, die sehr, sehr viel liest, und es hat mir so in meinem Leben geholfen, und ich finde einfach, seit ich lese, bin ich generell ein sehr besserer Mensch geworden, will ich nicht sagen, aber also ich habe davon einfach in verschiedenen Bereichen sehr profitiert und würde es euch deswegen nur ans Herz legen. Und mein Tipp dafür ist einfach wirklich jeden Abend entweder 10 Minuten oder 10 Seiten zu lesen. Ich würde euch da wirklich empfehlen, ein festes Limit zu setzen, also zu sagen, ich lese jeden Abend mindestens 10 Seiten oder mindestens 10 Minuten. Aber das Ganze auch nicht zu übertreiben, also zu sagen, ich lese jeden Abend 2 Stunden. Weil die Sache ist, ich habe gemerkt, wenn ich über meinen Spaßfaktor sozusagen hinaus lese und einfach an einem Tag beispielsweise 4 Stunden lesen würde, obwohl ich eigentlich nur 2 Stunden lesen möchte, und dann aber ein bisschen mehr lese, dann habe ich danach nicht mehr Spaß zu lesen. Dann habe ich die nächsten Tage nicht mehr Spaß zu lesen. Wenn ich zum Beispiel heute 20 Minuten lese und eigentlich noch mehr Lust hätte, nochmal weitere 10 Minuten zu lesen, aber dann aufhöre, habe ich am nächsten Tag mehr Spaß, mehr Motivation weiterzulesen. Das ist so ein persönlicher Tipp von mir. Der 5. Fehler, den viele abends machen, ist nicht den nächsten Tag zu planen. Stellen wir uns mal 2 Szenarien vor. Entweder du wachst morgens auf und weißt gar nicht, was du machen sollst, deswegen chillst du im Bett und bist irgendwie noch ein bisschen auf Social Media, und das werden dann 2 Stunden auf Social Media und du weißt nicht, was du machen sollst. Und so ging es mir eine Zeit lang auch, am Wochenende vor allem, weil natürlich in der Schule kann ich nicht einfach so 2 Stunden im Bett chillen. Und es ist ja überhaupt nichts falsch daran, mal 2 Stunden im Bett zu chillen auf Social Media, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich sag nur, falls du etwas schaffen möchtest, ergibt es total Sinn, dir wirklich den Tag zu planen. Also am Abend sofort zu überlegen, was mache ich morgen, wie kann ich das planen und so weiter. Denn das zweite Szenario wäre dann, du wachst morgens auf, weißt sofort, was du machen sollst, hast eine Morgenroutine, die du durchführen kannst, und kannst dann sofort mit deinem Tag starten, sodass du deine Aufgaben schon erledigt hast. Natürlich kommt es immer so ein bisschen darauf an, was du für eine Person bist, beispielsweise ob du eine Frühaufsteherin, ein Frühaufsteher bist, der morgens am meisten erledigen kann, oder ob du vielleicht abends am produktivsten bist. Dann musst du den Tag natürlich auch so planen, wie er für dich am besten ist, also wie du deine Energie am besten einteilst. Aber auch das solltest du schon am Abend geplant haben. Beispielsweise, wenn du weißt, dass du eigentlich am Morgen am besten arbeiten kannst, dann solltest du nicht den Morgen damit verbringen, die ganze Zeit nur im Bett zu chillen und dann erst abends oder nachmittags was zu machen. Und deswegen ist natürlich hier auch ein Plan für den nächsten Tag zu schreiben, also eine To-Do-Liste zu schreiben und am besten auch eine Morgenroutine zu haben für den nächsten Tag. Falls dich Morgenroutine interessieren, kannst du dir auch mal eine ganze Playlist zu meinen Routinen angucken. Ich habe schon so viele Videos zur Morgenroutine gemacht und ich hoffe, dass dir diese Videos helfen. Also guck gerne vorbei und schreibe dann in die Kommentare, ob es dir etwas geholfen hat. Und ich würde sagen, das war's auch schon für heute. Falls du noch eine weitere Gewohnheit hast, die man am Abend vermeiden oder machen sollte, kannst du dieses auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, damit wir uns auch so ein bisschen austauschen können in den Kommentaren. Ansonsten kannst du noch bei der Morgenroutine vorbeigucken, also bei den Dingen, die du am Morgen falsch machst, eventuell. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns da oder auch schon dann nächste Woche am Donnerstag wieder. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns dann bald hier wiedersehen. Tschüss!